Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell. So, wir haben endlich unsere nächste Mission und ich habe so das Gefühl, dass ich wieder mächtig verkacken werde hier. Ich bin auch schon wieder ein bisschen außer... Genau das meinte ich, jedes Mal dieselbe. Boah. Na, wenigstens bin ich rausgekommen und musste nicht neu starten. So, jetzt geht's hier lang. Obwohl ich eigentlich schon eine ganze Weile raus bin, weiß ich immer noch, wo lang. Ich hab... immer schon. Schießt Kontakt mit Feindeinheiten! Wir sprengen sofort die Brücke! Wiederhole! Wir sprengen die Brücke! Nein, Brücke nicht sprengen, nicht sprengen. Ganz, ganz blöde Idee, Jungs. Genau, lass mich mal hoch hier. Und ach du Scheiße, das war ja speichern. M3-1. Genau, das wusste ich. Ich weiß nicht, da komme ich nie klar. Da komme ich nie drauf klar. Boah. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Auch wenn ich gerade nicht weiß wie, aber ich habe es geschafft. Ach so, da hinten muss ich, glaube ich, hin. Schlechte Nachrichten, Fischer. Das Militär ist soeben aufgewacht. Oh Mann. Die Ölplattform ist soeben zu den NATO-Angriffszielen hinzugefügt worden. Such dir einen Techniker und besorge die Daten. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Okay. Das wird wieder ein schwieriges Unterfangen hier. Das sehe ich gleich. So. Warum nicht gleich so? Oh nein. Bloß nicht. Oh. Okay. Na, Öl. Moment, wir haben noch die Nachtsicht. Achtung, seid wachsam. Unser Computertechniker kommt mit dem Codeschlüssel zurück. Brauche zwei Mann, die ihn bei der Andockstation empfangen und ihn zum Datenhub eskortieren. Beeilen wir uns. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Aha. Sehr gut zu wissen. Das ist wirklich sehr gut zu wissen. Aber ich muss meine Tastatur hier trotzdem ein bisschen näher holen, ansonsten kriege ich so nach und nach Probleme. Oh, mein Schreibtisch ist viel zu unaufgeräumt. Aber so liebe ich ihn. Öffne mal bitte. Ich
weiß gar nicht, war das auch eine Scheißmission? Glaub ja. Aber für mich sind eigentlich alle Missionen ja scheiße im ersten Teil. Aber naja. Mit euch werden wir uns mal nicht anlegen. Jetzt heißt bloß die Frage, wo lang, ne? Wo müssen wir? Zum Teufel war das denn jetzt lang? Aber klar, wozu steht er denn hier, ne? So. Alarmmeldung von Philip Murphy! Amerikanische Flugzeuge im Anflug! Die versauen alles. Laut GPS fällst du hinter Piotr zurück. Wenn du nicht näher rankommst, werden wir ihn verlieren. Ach nee. Naja, den Techniker verfolgen. So, ich glaube, der schläft. It's burning. Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bodentruppen sind im Anmarsch. Halte dich auf dem Laufenden. Wir werden angegriffen. Wir haben schweren Schaden an. Ich glaube, da wollte er nicht mehr. Scheint eine Kommando. Ja. Oh. Amerikanische Jäger, sie kommen zurück. Haben Meldungen von anrückenden Truppentransportern. Anrückenden Truppentransportern? Soldat. Wie geht's? Das gefällt mir nicht, dass er da hinten lang gegangen ist. Machen wir es so. Und speichern. What the fuck?
ist natürlich nicht so einfach, ne? Beeil dich, Fischer. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Das war's. Du hast dich zu weit entfernt. Mission beendet. Verschwinde von dort. Verdammt. Aber wir können ja laden. Ich kann sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Alles ist... Schon gut, wir gehen außen rum. Wie, was, ihr geht außen rum? Kein Mucks, Tobi. Bloß kein Mucks. Der Plan hat sich geändert, Fischer. Schnapp dir Piotr, den Techniker. Wir wollen den Koffer, den er bei sich trägt. Die Daten sind in seinem Koffer? Es steckt ein Laptop drin. Tue, was immer nötig ist. Bloß speichern. Mein Gott, hatte ich verdammtes Glück. Okay, hier komme ich ja nicht weiter. Wie sah aus? Gott, wie war denn das? Das gehen wir her, das Mädchen. Irgendwie war das. Das war nicht schwer gewesen, wie ich das. Ja, ich komme da nicht durch wegen der Dings. Aber ich konnte ja hier auch nichts machen. Oder kann ich hier hinten durch? Schloss Klemmt. Ich glaube, mittlerweile haben wir es verstanden. So. Wir düsen hier rum, wir düsen da rum. Und nochmal hier rum. Und langsam verliere ich die Geduld da dran. Gott, wie war denn das? Das war irgendwie ganz leicht, war das.